Weiter geht es mit einer neuen, unnatürlich kalten Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist. Und natürlich auch ein unnatürliches Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Gewinnspiel läuft, ihr könnt dieses Spiel hier gewinnen. Bewerten, kommentieren mit eurem Discord-Namen. Discord in der Videobeschreibung. Da findet man all die schönen Dinge. Ich will nicht, dass du dich einsam fühlst. Aber deine Entscheidung, nach Asgard zu gehen, hilf mir, sie zu verstehen. Odin will Ragnarök nicht. Ich weiß, ihm ist nicht zu trauen. Aber ich brauchte seine Hilfe. Ich kann Ragnarök auch nicht zulassen. Ich hätte dir geholfen. Ich weiß, aber... Halt! Er ist hier! Ich muss sagen, das mit dem Riss ist halt auch wirklich das Interessanteste überhaupt. Ist gut! Ist schon gut! Alles gut! Ganz ruhig! Ruhig! Warte! Wir wollen nur... Und weiter geht's. Was ist das denn für einer? Uiuiui, Frosty, der Schneemann. Ja, das tat doch ziemlich weh, Junge. Ich kann dir sagen, es war schmerzhaft. Aber das tut ihm auch ganz schön weh, glaub mir. Oh oh, das war ein Fehler von mir. Das war nicht so klug. Aber er ist runtergeblumst. Also, hey, alles wieder gut. Ach, Garm. Hier kommen wir durch. Boys first. Tja, diese Verschwiegenheit liegt wohl in der Familie. Und es gibt nichts Schlimmeres, sage ich euch, als Verschwiegenheit. Wenn Odin Ragnarök wirklich vermeiden will, sind wir uns einig. Ja, und wozu stand der Speer? Zu deinem Schutz. Hast du dafür keine anderen Waffen? Na, siehst du, das ist auch wieder so eine Verschwiegenheit. Klar, hat er jetzt nicht gelogen, er hat die Wahrheit gesagt im Endeffekt. Aber er hätte sagen können, ey, das ist angefertigt worden, um Heimdall die Fresse zu geben. Sie sind tot. Oh, ja. Gutes Argument. Wow. Ich konnte nicht mal mehr den Rage aktivieren. Alter, was waren das denn eben gerade für Berserker-Fäuste aus der Hölle? Ja, ich finde Verschwiegenheit schrecklich. Warum sagen die Menschen nicht einfach, was ihnen nicht passt oder was ihnen auf dem Herzen liegt? Das ist alles so unnötig. Oder auch Gefühle verstecken. Ich verstecke keine Gefühle. Wenn Odin Ragnarök wirklich vermeiden will, sind wir uns einig. Ja, und wozu stand der Speer? Zu deinem Schutz. Hast du dafür keine anderen Waffen? Was machen die denn hier? Sie sind tot. Oh, ja. Gutes Argument. Let's go. Ich finde sogar, wenn man keine Gefühle versteckt, ist man eh viel stärker, weil es gibt keine Geheimnisse. Man ist damit im Einklang und was willst du gegen jemanden machen, den du nicht mehr verletzen kannst mit irgendwas? Wo keine Scham ist, ist auch keine Option, jemanden zu verletzen. Oh, wer knurrt denn da schon wieder rum? Ein Springer. Ich hasse es, gegen die zu kämpfen, wenn sie leben. Oh, wer kann die schon leiden? Oh nein! Oh, sieht nochmal gut aus. Boah. Alter, das juckt den Null, ne? Na, schmeckt dir das? Ah, Springer nerven hart. Die Axt auf das leuchtende Ding.
Oioioi. So. Wer meint's ernst? Aber wir auch, oder? Helm ist unten. Let's fucking pets. Oh, schön mit Knochen und allem. Wenn du dich also nicht auf Ragnarök vorbereitest, warum dann der Speer? Ich hab geredet. Jetzt bist du dran. Wir sind nicht gleich. Ich bin der Vater. Du weißt der Frage aus. Bam, bam, bam. Dann los. Lass los. Oh, lass doch. Wenn ich jetzt nicht durchkomme. Er hätte es ja sagen können, oder? Ich meine, wo ist das Problem? Sag einfach ja, ich... Na, schon wieder wird eine Prophezeiung halt ignoriert. Aber das haben sie ja prophezeit, dass jeder seine Rolle spielt. Er ist wieder verschwiegen. Atreus ist misstrauisch und auch verschwiegen. Und ja, beide sind halt wieder vom gleichen Schlag. Aber du bringst die nicht um, ja? Ich verspreche nichts. Aber ich versuche, die Bestie nicht zu töten. Ich gebe mir Mühe, Sohn, aber ich kann leider keine Garantie aussprechen. Denn du weißt, wer ich bin. Ich schlachte eben. Bin ich bekannt für meine Tierliebe. Ah, stimmt ja, die... Machen ja nochmal die Nummer hier. So, komm, jetzt seid ihr schön aufgetaut. Jetzt kann ich euch verprügeln. Ist doch alles gut. Ist drin? Ja. Ist das hier optional? Wahrscheinlich. Oh, da funkelt's schon. Ab rein in die Räuberhöhle. Wie jetzt? Nur ein bisschen Hack. Nur ein bisschen Matt. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Ich brauche noch ein Horn, ne? Ein neuer leichter Angriff. Macht Hard Damage. Wir probieren's. Hatten wir da nicht auch einen schweren? Nee. Mut, Wut, Zorn. Auch nicht schlecht, aber ich lass mal den hier. Weil ich den jetzt schon ausgelevelt habe. Ich habe da viel reingesteckt, Sohn. Das war nicht billig. Wie ist der Plan? Ich gehe eher Schritt für Schritt vor. Du sprichst aber nicht von Garm. Du kannst Odi nicht überlisten. Bis jetzt klappt es. Wirklich? Ich glaube nicht, dass es klappt.
netter Hund. Was jetzt? Ich versuche ihn zu zähmen. Zähmen? Ja, ich habe schon Wölfe gezähmt. Nettes Hündchen. Guck mal hier, ich habe eine neue Fähigkeit, Jungs. Boah, ist ganz nice. Die Heilung. Oh, nein, 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 nein. Vorsicht. Nicht vergessen, er explodiert. Dankeschön. Das Kettenschwingen ist immer noch ganz nice, finde ich. Die Kette loswerden. Ich lenke Gamma. Du frisst mit der Axt deine Ketten ein, damit er nicht davonläuft und sie einhält. Nein, zu gefährlich. Das ist ein guter Plan. Los! Warte! Oh boy! Ja, hier ist eine Kette. Was soll ich da mal einfrieren? Packe die Kette, bevor Garnet kommt, ja. Ah. Oi, 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 oi. Der Hundi ist ganz schön strong. Atreus, los! Autsch. Ach, hör doch mal auf deinen Vater. Geht es dir gut? Wir sind fast... Deine Verwandlung. Hat Odin dich gelehrt, sie zu kontrollieren? Nein. Wir verlassen uns nicht auf sein Wissen. Nächstes Mal machen wir es auf meine Art. Jawohl. Jawohl, Sir. Jawohl, Sir. Oh, Crapo. Mein Fanclub ist wieder hier. Tschüss. Ah, kommen aber noch mehr. The show is not over yet. Vielleicht ist sie jetzt vorbei, die Show. Warum ging das nicht? Du hast das nicht absichtlich vermasselt, oder? Und wer hat hier kein Vertrauen? Das war ungerecht. Aber ich dachte, es klappt. Geduld. Wir finden einen Weg. Ich glaube, wir müssen nicht auf den Vorsprung. Aber wie? Es gibt immer einen Weg. Es gibt immer einen Weg, Junge. Siehst du? Oh, siehst du? Hab ich gar nicht gedacht. Daran habe ich gar nicht gedacht. Kratos seine Floskeln. Die Lösung ist nicht immer offensichtlich. Na, war sie schon, Kratos. War sie schon. Über dir, Vater. Wow, ein Speer und down? Beide? Okay. Yo! Du alte Spinatwachtel. Ich hab gehört, du bist hart auf die Gosch. Meine Feinde verlangsamen. Moin, ihr kleinen Rabaukilis. Oh, das war's schon. Wir machen das auf meine Art. Deine Art heißt dann wohl. Das ist das, was du glaubst. Aber könnten wir nicht? Wir haben die Macht, den Schaden durch diese Kreatur einzudämmen. Wir nutzen sie. Na gut. So, nochmal hier stärken, weil wenn jetzt wirklich eine Batscherei mit dem Vieh kommt... Dann kann die ganz schön unangenehm werden. Da ist er. Oh, er steckt fest. Er steckt fest. Wir haben auch mal ein bisschen Glück. Oh!
Au, okay. Okay. Ah, Mist, genau. Jetzt geht er weg. Komm, gib ihm. Gib ihm. Das ergibt keinen Sinn, Atreus. Ah, okay, nur wenn er quasi liegt. Ja, dann kannst du ihm geben. Wow, 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 oh Gott. Er liegt wieder. Du lässt uns keine Wahl. Deine Kette steckt im Boden fest. Okay, war. Schnell, greif zu. Er ist unten. Jetzt? Nur auf die Fresse geben kann euch sein. Au. Oh Mann, wie viele macht er denn? So, Hundi. Gut, jetzt weiß ich, warum die ihn eingesperrt haben. Keine Gnade zeigen. Weil ein badass Mother F ist. Oh, komm her. Die Kette, wir sie ein. Die Kette, so. Du musst dran ziehen. Ja. Ich zieh an der Kette. Sohn. Oh. Wieder oben. So, ist er wieder oben. Er hustet und pustet uns weg. Er macht sich wohl angriffsbereit. Alter, er hat aber auch ein paar Geschosse drauf, ne? Wow, okay, das ist eine ganze Wave, die entsteht. Ich hatte no idea. Ah, Mist, der Durchgang ist sogar auch noch. Ah, ich brauche meine... Genau. Komm schon, bleib noch ein bisschen hier. Ja, das ist gut. Dann jetzt vor... Ach, wer die spuckt nochmal, ha? Huh? Die Wölfe, wie sie einfach gegen die Wand rennen. Ah, Mist, ich dachte, da wäre ich so aus dem Schneider. Wisst ihr, wie ich meine? Zu spät! Ja, ich war im Rage. Kacke, habe ich ein Talent. Ja, ich friere ein. Züchtige den Hund. Böser Hund. Ganz böser bist du. Gib keine Leckerlis. Atreus, die Säule. Schnell. Bin dabei.
Ach, jetzt ist er auf einmal super stark, ne? Jetzt ist er auf einmal super stark! Eine Holzkiste nicht bewegen können, aber auf einmal... Oh. Der Arme. Jetzt tut er mir doch leid. Es ist vorbei. Ich wünschte, es hätte nicht so enden müssen. Ich bin schuld, dass er frei war. Und tot ist. Manchmal gibt es keinen anderen Weg. Ich weiß. Ich glaube, er ist aber lieber frei und tot als, ja, auf ewig angekettet. Hier unten. Ey, der hat keine Belohnung. Du schuldest mir was, Wolf. Gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.